Hi Leute, ich bin's, Marc von German Comic Books. Ich habe euch heute den aktuell bei Schreiber und Leser erschienenen Band Parker, die Martini-Edition mitgebracht. Das Ganze wurde adaptiert von Darwin Cook. Im Original sind die Romane von Richard Stark verfasst worden und auch das Ganze schon mehrfach verfilmt. Das ist jetzt eine Neuauflage des vor kurzem leider verstorbenen Darwin Cooks in einer ganz, ganz wunderbaren Edition. Das ist also eine wirklich richtig gut verarbeitete Hardcover-Version, die bei Schreiber und Leser hier mit der Nummer 1 erschienen ist. Da gibt es insgesamt zwei Bände zu, also der zweite, der kommt noch. Das Ganze liegt bei 49,80 Euro, umfasst knappe 350 Seiten. Und ist wirklich hervorragend verarbeitet. Ist nicht ganz günstig für die Menge an Seiten und von der Größe her, aber wie gesagt, dafür in einer richtig edlen Version hat mir mega gefallen. Ich habe das Ganze schon einmal komplett durchgelesen und wie ihr seht, der Band hat auch keinerlei Abnutzungserscheinungen. Es ist wunderbar, ein Band mit bei, was man als Lesezeichen verwenden kann. Das finde ich immer ganz praktisch. Ich schlage das mal gerade hier auf. Das heißt, wenn ihr das aufschlagt, es werden keine Falten im Buchrücken geworfen oder so. Das bleibt alles wunderbar glatt. Also hat mir echt richtig gut gefallen von der Verarbeitung. So viel zum Äußeren dieser wunderbaren Version. Kommen wir zum Inhalt. Und zwar umfasst dieser Band hier ein relativ großes Vorwort und auch ein Interview bzw. ein Gespräch von verschiedenen Schreibern, die zusammengesessen haben und sich über den Comic nochmal unterhalten haben, ist abgedruckt. Hinten gibt es einige Sketches und noch ein paar Coverbilder. Von daher gibt es hier ordentlich Extras zu in diesem Band. Wer sich da also einlesen will und wen das interessiert, eine wunderbare Sache. Ich habe es mir durchgelesen, nicht komplett. Habe es dann irgendwann übersprungen, weil mir das dann doch ein bisschen zu detailliert war und habe mich in die Geschichte reingeschmissen. Und die hat es echt in sich. Hierbei geht es, ohne groß zu spoilern, ein kleines bisschen muss ich was erzählen, aber das verdirbt euch nicht die Laune am Lesen. Parker ist ein Krimineller, ein Berufskrimineller. In dem Jahr 1968 spielt das Ganze, also Ende der 60er Jahre. Und der hält sich halt mit Gelegenheit-Coups über Wasser. Das heißt, der macht einen großen Coup in der Regel einmal im Jahr und nimmt das Geld, was er quasi in diesem Coup als Anteil bekommen hat, um mit seiner Freundin den Rest des Jahres sich gut gehen zu lassen und über die Runden zu kommen. Das ist so der typische Lebensstil von Parker, der im Nachgang auch nochmal beschrieben wird. Und das Ganze geht damit los, dass wir den Parker total erzürnt über eine Autobahn laufen sehen. Und man weiß noch gar nicht so richtig, was passiert ist. Warum ist der Typ so zornig, so zielstrebig und was hat er eigentlich vor? Und da steigt die Geschichte ein. Man kriegt halt mit, wie Parker quasi hingeht und sich Utensilien, Klamotten besorgt, schaut, wie er mit kleinen Tricks zu Geld kommt. Und man erfährt auch, warum er das macht. Der wurde nämlich vor kurzem erst oder gerade in diesem Moment aus dem Knast entlassen, wo er wegen Landstreicherei saß. Und der ist total angepisst bei seinem letzten Coup. Wurde er von seiner Freundin erschossen oder angeschossen, vermeintlich erschossen und zurückgelassen und hat es halt geschafft, aus dem brennenden Haus zu flüchten, konnte sich in Sicherheit bringen und wurde dann aber, wie gesagt, wegen Landstreicherei verhaftet und ist deshalb im Knast gelandet. Und kaum ist er entlassen, macht er sich auf der Suche nach den Verrätern, der Verräterin und nach seiner Beute, die ihm entwendet wurde. Da steigt die Geschichte ein und nimmt quasi ihren Lauf. Und das ist wirklich eine Geschichte, der Typ, der arbeitet sich von unten nach oben, versucht an sein Geld zu kommen, die Leute zu erwischen, die ihn hintergangen haben. Das passiert auch. Aber das Geld ist schon verschwunden, wurde weitergegeben an die sogenannte
Organisation. Und die Organisation ist halt eine, ja, quasi die Mafia zu der Zeit, eine kriminelle Vereinigung in den USA, die aber sehr geschäftlich an das Ganze rangeht. Das heißt, das sind alles Geschäftsleute, die sehen das Ganze als ein Business und die sehen überhaupt nicht ein, warum die dem Parker das Geld zurückgeben soll, was jemand anders dem bezahlt hat, weil er Schulden dort hatte. Und lehnen das halt ab, Parker das Geld zurückzugeben und haben den somit an der Backe. Und der zieht sich einmal komplett durch die ganze Organisation von unten nach oben durch mit einer ganz knallharten Tour. Und das ist echt eine Dynamik von den Zeichnungen her und den Dialogen, die das zusammenfassen. Da kommt man kaum zu, mal Luft zu holen. Also das ist echt, hält einen so im Bann. Hat mir echt richtig gut gefallen. Zwischendurch hatte der Band nochmal so minimale Längen. Da ging es darum, ab einem bestimmten Zeitpunkt lässt der Parker quasi ehemalige Kleinkriminelle, die er kennt, auch auf die Organisation los, weil die ihn halt hintergangen haben und die Organisation wurde bisher von den anderen Kriminellen immer gemieden, sodass die nichts gegen die unternommen hatten. Und der gibt denen quasi ein Go. Und da werden so einige Coups so ein bisschen dargestellt, in vereinfachter Form gezeichnet und auch erklärt, auch teilweise als Zeitungsartikel verfasst. Und das hat mich jetzt persönlich nicht so getriggert, fand ich persönlich jetzt im Gegensatz zu der restlichen Erzählweise dieses Bandes eher ein bisschen langweilig. Aber wie gesagt, das umfasst nur einen ganz, ganz kleinen Teil. Das andere ist so stark von der Dynamik und von der Kraft, die da rausgeht aus den Bildern und der Geschichte. Das ist echt beeindruckend. Ich zeige euch mal ganz kurz hier so ein paar Bilder dazu. Achso, das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Schaut mal bitte auf die Farbe der Seite. Das ist nicht ein ganz helles Weiß, wie ihr das normalerweise habt, sondern das ist so ein etwas dunklerer Weißton, ne? So dass das Ganze schon so ein bisschen älter wirkt, finde ich persönlich aber in Verbindung mit diesen Grau- und Schwarzzeichnungen, diesen Grautönen, die wir hier drin haben, richtig gut gelungen, weil wenn das, glaube ich, ganz strahlendes Weiß wäre, würde das ein bisschen zu stark blenden und die Wirkung und die Atmosphäre von den Bildern wird nicht ganz so zur Geltung kommen. Deshalb finde ich das super, dass der Verlag hier dieses Papier gewählt hat. Gefällt mir unheimlich gut in Verbindung mit den Bildern, mit den Zeichnungen. Das passt richtig gut. Ich habe mich erst gewundert, warum es so ein Papier ist, aber so im Lesen fand ich es dann richtig gut und ich glaube, wie gesagt, wenn das ein strahlend weißes Papier wäre, würde er echt so ein bisschen, wird was verloren gehen, da wird was fehlen. Also das passt echt zu der Zeit, die das Ganze hier darstellen soll. Also gefällt mir vom Stil her richtig, richtig gut. Und wie gesagt, also die Zeichnungen von Darwin Cook, die sind bombastisch, da ist eine Dynamik drin. Das sieht man ganz, ganz selten, relativ einfach gezeichnet und trotzdem so vielsagend. Der schafft es also echt mit wenigen Strichen eine Dynamik und eine Atmosphäre aufzubauen. Unglaublich gut. Auch wie mit diesen wenigen Farbtönen gespielt wird und Szenarien erzeugt werden. Das hat mir richtig gut gefallen. Also der Band hat mich echt überzeugt. Ich werde mir auf jeden Fall den zweiten kaufen. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Also eine bombastische Gangstergeschichte, die einen da in den Ende der 60er Jahre entführt hat und so ein Rache-Ding ist. Und das gefällt mir richtig gut. Und ja, das hat echt Spaß gemacht. Also
Der Band bekommt von mir 9 von 10 Punkten. Ganz, ganz starker Band, sollte in jedem Regal stehen. Und wie gesagt, kostet zwar knappe 50 Euro, aber von der Verarbeitung her so gut gemacht. Auf jeden Fall ist das Ganze sein Geld wert. Ja, ich hoffe, die Rezension hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hinterlasst oder mich vielleicht sogar abonniert. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Rezension. Bis dahin, ciao.